Hallo meine Freunde der Leuchtanzüge und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3 Jenseits von Gotham mit dem Dockets und dem Drachenburschen. Ja, und wir grüßen heute natürlich wieder, nämlich Henry, dabei handelt es sich um ein Meerschweinchen. Und René, dabei handelt es sich um einen Menschen. Und wir machen hier gleich weiter mit dem freien Spiel. Letztes Mal haben wir, glaube ich, Raumanzug-Sir gemacht, dann wäre es diesmal Zeit, den Wachturm zu machen. Aber hier gibt es ja gar keine Steine. Achso, das sind nur die Nebendinger, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist nämlich eine Mission. Dann machen wir doch besser hier weiter. Im freien Spiel. Großes Hallo. Der rote Stein ist im letzten Abschnitt, das müssen wir uns merken. Okay. Und wen nehme ich denn hier gleich mal? Ist doch vollkommen egal, du kannst meine Ebene durchwechseln. Ich nehme Retro Batman, den mag ich sowieso ganz gerne. Oh Gott, nein. Nein? Also das finde ich echt angenehm, muss ich sagen, dass man jetzt hier im freien Spiel halt wirklich auch im freien Spiel alle Charaktere nimmt und nicht nur einfach den Pool kriegt, weil man halt wirklich jetzt so jetzt wirklich egal ist. Weil also ein Pool, gegen den Pool hätte ich auch nichts. Tja, dafür ist der Raum hier ein bisschen zu klein. Ja, das stimmt. Also Pool in meinem Zimmer ist, glaube ich, nicht machbar. Hier können wir uns nochmal in die andere Richtung zoomen. Die Zwischensequenz kennen wir schon. Ich werde gerade erst warm. Ja, das wissen wir bereits, dass du jetzt erst warm wirst. Also wie gesagt, vor allem im dritten Abschnitt müssen wir schauen. Gleich. Na? Na? Hier sind wir auch noch nicht die Waren geworden, die Waren Superhelden. Nicht? Nein, das ist jetzt das unten aufladen. So. Ja. Na? Da fehlt eindeutig noch was. Ich kann ja gar nicht auseinandernehmen, was ist das denn? Hauptsache, ich kann die Luftballons abwerfen. Das wissen wir, das wissen wir. Das war dieses Level mit den ganzen schlechten Wortwissen, oder? Ja, das ist halt Firefly, ne? Ja, ja. Bekannt für seine schlechten Wortwitze, glaube ich, der Kerl. Jedenfalls in dem Spiel. Erstmal einfach alles auseinandernehmen. Wie immer. Wie immer, gell? Das gehört irgendwie mittlerweile schon dazu hier zu den Lego-Spielen. Und es ist auch immer das Effektivste. Ja, einfach alles zerstören, was nur geht. Oder sehe ich schon was Schönes. Weiß nur nicht, ob ich da hinkomme. Was siehst du denn? Ich sehe etwas, was man den Magnetanzug braucht. So, Cyborg habe ich schon mal. Jetzt nochmal wechseln. Ah ja, ich komme dahin. Ja, doch, das sieht gut aus. Cool. Frankenstein kann mit seinem Schwert die Flammen abwehren. Muss noch jemand da hochfliegen. Wieso? Nein, das war so nicht geplant. Ich mag Green Lantern, der kann auf jeden Fall fliegen. Und dann bekomme ich... sieht auch aus wie ein Green Lantern, den ich da gerade bekommen habe. Hui, so viele Münzen. Wusste ich doch. Oh, hier oben sind Münzen. Machst du Geschenke kaputt? Ja. Beziehungsweise in die Luftballons sind es, die du da kaputt machst, oder? Ja, mit Geschenken dran. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Hier können wir es für Flash zusammenbauen. Dann würden wir im Level weiterkommen. Ah, komm, ihr Kind, geh, lass mich. Ich glaube, hier sehen wir aber gar nichts mehr, oder? Ah, doch, da ist noch irgendwas, da sehe ich noch. Sah zwar ein bisschen magnetisch aus, ist es, glaube ich, aber nicht. Nochmal eine Runde hochfliegen, ob hier an der Decke irgendwo noch was ist, was man übersehen könnte. Also die restlichen Geschenke sind im nächsten Raum erst. Na gut, dann wechseln wir. Und wie kümmern wir uns um die... Ah, Flash brauchen wir. Ja, ich bin schon dabei. Bin schon auf dem Weg. Flash ist dabei. Ja, was muss ich tun? Flash. Ich muss zusammenbauen. Dann bauen wir zusammen. Er macht das auch immer so schön schnell, das ist echt angenehm. So, jetzt machen wir noch den Kerl da oben ein bisschen nass. Stirb, Firefly. Ach, du bist da drin. Ich denke die ganze Zeit, ich bin da drin und ziele die ganze Zeit, aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Passiert. Läuft nein, bei, die Kamera ist... Oh, wenn du rumläufst, dann... Okay, ich laufe die Kamera. Rum. Nee, dann... Irgendwie spinnt die Kamera hier ein bisschen. Du hast mich gerade zerwassert. Ja, das ist die Kamera gewesen, das war ich nicht. Die Kamera ist schuld. Mhm. Mal wieder die Kamera, wie immer eigentlich. Wir löschen das Strohfeuer. Nein, aufhören! Ich hab dieses Jahr schon gebadet! Tja. So, ein Problem weniger. Aber noch nicht geduscht. Nee. Gibt auch noch ein paar mehr Probleme, die sitzen da oben alle. Die Kamera, sonst... Du kannst hier eh nichts mehr machen, glaube ich. Doch, ich muss das Feuer löschen, oder? Nee, hier muss man was rausziehen. Ah, warte mal. Nein, die wollte ich nicht haben. Oh, passiert mir jedes Mal wieder. Wonder Woman kann doch da was ziehen, oder? Ja. Na ja, okay. So, und jetzt werde ich bitte
Und der nächste Boss kommt schon auf uns zugeflogen. Oh, Cheetah. Links oben sehe ich übrigens ein Minikit. Ja, da sind überall die ganzen noch Geschenke. Nein, weiß ich nicht. Nein, weißt du nicht? Nein, ich weiß nicht, dass diese Katze scharfe Krallen hat. Solltest du dir mal angewöhnen aufzupassen, weil die ist gefährlich, die Katze. Ach Quatsch, wieso? Die Kamera hat sich heute irgendwie gegen mich verschworen. Nein, lass mich in Ruhe, Mistviech. Du kümmerst dich um die Ballons? Ja, zumindest um die ich mich kümmern kann, weil die manchen sind halt irgendwie diese Feuerbarrikade nicht erreichbar. Naja, mich hat gerade die Frau kaputt gemacht. Nein, lass mich in Frieden, du Cheater, du. Immer dieser scheiß Cheater hier in dem Level. Geh doch nicht. Mir eh nochmal ein bisschen da kaputt machen. Dann flieg nochmal nach da oben, wo ich das Minikit gesehen habe. Ah, da komme ich noch nicht hin, okay. Dann halt nicht. Kleines Fußvolk, was sterben will. Oh, Kamera. Ich tue ihm Gefallen. Ach, Kamera. Dafür werdet ihr bezahlen. Wer wird bezahlen? Wir werden wahrscheinlich bezahlen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber du hast dich gerade gehauen, oder? Ich hab mich gerade. Ich bin gerade ins Feuer gefallen. Nein, noch ein bisschen lasern. Nein, Kamera. Boah, warum? Ich bleib in dem Feuer irgendwie hängen, wenn ich da reinfall. Okay, ist gut. Ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass du ein dicker Charakter gegen sie kämpfst, weil gegen den kann sie nicht normal kämpfen. So, dann sind das auch schon das letzte. Nein, trifft doch. Ja, kümmern wir uns erstmal um Cheetah, oder? Ja, aber ich glaube, dann geht's weiter. Wenn es noch irgendwo goldene Sachen gibt, die man zerstören kann. Ja, drüben gibt's doch den einen Luftballon, den könnte man zerstören. Ja, die Luftballons, da kommen wir noch nicht durch wegen dem Feuer. Naja, eben. Dann müssen wir doch erstmal sie besiegen. Würde ich mal so behaupten. Jetzt trifft der denn nichts eigentlich mit seinem komischen Laserstrahl. Da, trifft doch genau. Perfekt trifft er. Eigentlich diesen Luftballon, aber nein. Ist mir schon wieder nicht vergönnt hier. Frechheit. Nee. Dir gönnen wir gar nichts. Also dir nicht. Der hier gehören wir aber auch nichts, der Cheater-Tante. So. Überspringen. Nicht gut, oder? Irgendwie sind wir halt jetzt nicht wirklich. Aber wie kommt man denn über das Feuer rüber? Gar nicht. Ja, aber da waren auch Sachen in der Ecke. Ja, ich weiß, aber. Anscheinend ist es mehr so, nö, brauchen wir nicht. Naja, der wichtigste Abschnitt ist sowieso der dritte, weil da die wichtigen Sachen sind. Also die. Der links der rote Stein ist im dritten Abschnitt. Genau. Also müssen wir vor allem im dritten Abschnitt. Das müsste jetzt hier der zweite Abschnitt sein. Wir müssen vor allem im dritten Abschnitt die Augen offen halten. Und wir müssen einfach Münzen sammeln, ja? Münzen sammeln ist sowieso eine gute Idee, ja. Damit wir endlich die Millionen voll kriegen, die Millionen Münzen, und uns dann den ersten Multiplikator kaufen können. Aber bis wir uns dann den zweiten Multiplikator kaufen, wird es genauso lange dauern. Weil der kostet 2 Millionen und wir haben dann den 0,2 Multiplikator. Ja, aber trotzdem, mit Multiplikator geht dann irgendwie alles schneller immer. Außerdem können wir uns ja dann vielleicht noch ein paar andere Sachen erstmal kaufen. Schauen wir mal. Ja, den will ich haben. Und dann nochmal bitte den Anzug wechseln, den Abrissanzug. Und dann hier gleich mal abreißen. Nein, da unten läuft sie draußen. Hier braucht man irgendwie Gedankenkontrolle. Ja, da brauchst du Marshmallow Hunter. Ja, oder der Joker, der kann da auch gehen. Der Joker kann es auch? Okay, das wusste ich nicht. Der hat einen Gedankenanzug. Ich kann hier was zusammenbauen. Ich kann dir aber noch nicht sagen, was es wird. Ui. Es wird. Ach nee, das ist wieder was für Flash. Nee, das ist was für. Wo man sich diese komische Kugel machen muss. Egal, ich feuer noch ein bisschen hier rum. Und was können wir hier weglasern? Was lasern wir weg? Na? Nein, ich war der Fall. Lasern wir heute. Ja. Bumm. Minikit. Ja, siehst du, geht doch. Also ein Minikit haben wir auf jeden Fall schon übersehen. Du musst diese weißen Dinger übrigens zerschießen, diese weißen Scheiben da. Habe ich gerade entdeckt. Wen muss man zerschießen? Diese weißen Scheiben. Welche weißen Scheiben? Da, direkt vor deiner Nase ist so eine, was so glänzt. Die hier. Genau die. So, einmal zur Kugel machen. Oh. Ausreißen. Ich glaube, ich habe uns irgendwie weitergeholfen. Weiß aber nicht, in welcher. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Hä? Achso, du hast gerade ausgeschaltet. Okay, dann ich hätte jetzt irgendwas gemacht. Nichts hast du gemacht. Nichts habe ich gemacht. Ich fliege hier nur rum, aber hier oben ist irgendwie auch nichts mehr, habe ich so das Gefühl. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Nö.
Dieses Joker-Gemälde da an der Wand ist auch sehr schön da. Das ist wunderschön. Nö, ich glaube, wir müssen jetzt dann irgendwie irgendwas aktivieren, kann das sein? Da oben kann man auf jeden Fall was aktivieren, aber gibt es denn hier noch irgendwas, was man hier vielleicht vergessen hat oder so? Da gibt es auch Raketen, auf die man schießen kann. Wo kann man das aktivieren? Warte kurz gleich. Ah, da muss Technik anzugucken. Oder? Robin. Da kommen wir auch gleich auch noch auf die andere Seite rüber. Ja, den Technikanzug brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich nehme mal den Technikanzug vom guten Robin. So, der Technik hier mal. Jetzt wieder die richtige Taste drücken. Ah, ist immer dieselbe. Das ist noch gut machbar, das Minispiel. Dauert auch nicht so lange. Von daher, okay. Ah. Oh nein, oh nein. Schurken. Schurken, wie gemein. Hilfe. Machen wir sie kaputt, bevor sie uns kaputt machen. Unten blinkt aber auch schon wieder irgendwas. Und tschüss. Da, hier blinkt auch irgendwas. Ich würde noch nicht da drauf gehen. Nein, das ist nur, das ist vom Spiel, da ist nichts. Und warum können wir uns da oben aufladen? Das ist so eine Benzinstation? Das ist für Batman. Das ist für Batman irgendwie, für seinen Raumanzug, damit man irgendwo fliegen kann. Ach so, damit man da auf die andere Seite hoch kann, oder? Wahrscheinlich. So, ich brauche eh deine Hilfe, wenn ich hier weiter will. Sonst ist hier, schau mal hier. Ja, Magnetanzug halt, ne? Übersiehst du ja schon wieder alles, der Joker jetzt hier. Ich übersehe gar nichts. Natürlich, du doch nicht. Sieht aus wie ein großes Geschenk, was da drin? Spring rein. Ja, da war wahrscheinlich mal ein Minikit drin oder so. Naja, so richtig gelohnt hat sich das aber nicht, muss man sagen. Na gut, dann will ich mal dem Joker jetzt hier folgen. Wahrscheinlich haben wir wieder irgendwas übersehen, aber hey. Passiert im Besten. Ah, die schöne Musik wieder vom Joker. Die kennen wir ja schon aus dem anderen Batman-Teil. Ui. Ah, hier war doch Killer Croc. Irgendwo. Hast du das Ding eigentlich vorhin zerstört? Was? Ich habe alles kaputt gemacht. Ja, meinst du diese Leuchttafel? Genau, die Leuchttafel. Hast du die kaputt gemacht? Weil dann können wir nämlich hier, sind nämlich die anderen. Die sehe ich nämlich hier schon. Da ist nämlich Nummer 1 da unten. Hat er gerade getroffen? Ich hoffe, er hat gerade getroffen. Schauen wir mal runter. Nee, er hat natürlich nicht getroffen. Da sollst du drauf schießen. Unfähiger Kerl. Kann der eigentlich? Erstmal einfach alles. Ah, so, jetzt hat er es kaputt gemacht. Nein, hoch, genau. So, jetzt machen wir noch vielleicht das da kaputt. Ah, 4 von 5. Und dann haben wir gleich hier noch Nummer 5 von 5. Hoffe ich jedenfalls. Boah, hilft ja, hat ein Minikit gebracht, sehr schön. Ein Minikit mehr. Wobei es jetzt ziemlich viele gibt. Wie viele gibt es? 180? Ne, 160, es gibt ja immer 16. Ja, es gibt ja 16 Level. Dann sind es 160. Da müssten es 160 Minikits sein, ne? Ich glaube, in der Station gibt es ja Minikits, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es nicht. Ist noch ein Geschenk, aber da ist nichts drin. Ach, Mann. Ich dachte schon, hier wären wir schön beschenkt, aber das sollte man ja nicht sein. Aber zumindest münzenmäßig ist man hier gut unterwegs. Da gibt es echt relativ viel. Sollte man auch relativ viel kaputt machen. Alles kaputt machen, nicht relativ viel, alles. Relativ viel alles. Nein, dran. Schwingen. Soll ich da hoch schwingen? Also irgendwie ist die Kamera heute so, nicht so wirklich. Oh, das haben wir auch übersehen. Schau mal hier. So. Ja, ich flieg gerade nicht. Also kommt es mir so vor, dass die Kamera heute irgendwie ein bisschen komisch. Oh, die ist halt besonders komisch. Die hat sie halt gegen uns verschworen, wisst ihr das nicht? Ich habe es vermutet, ich habe gehofft. Oh, ich habe Batmite gefunden. Oh, Batmite. Warte mal, ich hole mal gleich mal die Quest von Batmite. Ich habe dich beobachtet, maskierter Rächer. Und ich denke, dass du nicht dein volles Potenzial ausschöpfst. Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir müssen eine schnellere Gangart einlegen, den Einsatz erhöhen. Beweise mir, dass du würdig bist, ein Superheld genannt zu werden. Was will er? Ich hab keine Ahnung, was er will. Ah, da steht irgendwas. Er will irgendwas. Ah, so ein Batman-Stab oder sowas. Ein Stab mit der Fledermaus oben drauf. Okay. Was auch immer das sein soll. Wenn ich was sehe, dann sag ich Bescheid. Ja, ich merke mich auch. Also, das Level ist hier echt groß gerade, also dieser Raum. Sehr viele Münzen. Was denn hier los? Ach, das ist diese.
Diese komische Reklame vom Joker. Überall seine Werbung rumsprayt. Hui. So. Oh Mann, die Rakete fliegt diesmal gar nicht los. Letztes Mal ist noch die Rakete mal losgeflogen. Nee, hier ist auch nichts mehr. Da oben gibt es ja noch sicher was. Irgendwo muss ja das Zeug für Batman sein. Ah, da brauchen wir Brainiac. Ah, wir haben zum ersten Mal eine Stelle, an der wir Brainiac brauchen. Nein, beim letzten Level war es auch so, nur dass wir halt nicht klein genug waren für... Ja, da brauchten wir nicht Brainiac beim letzten Level. Doch, da brauchte man Brainiac, weil durch Brainiac haben wir erst den Gang wieder freigeschaltet, wo Atomwerte rein müssen. Na gut, okay, gut. Das, daran habe ich mich nicht mehr erinnert. Ja. Der Joke ist wieder ein besseres Erinnerungsvermögen. Ah. Kann ich auch mitleben. Voll vorkommen. Nochmal hier nochmal ein paar ein bisschen reinkommen. Hast du ihn schon, Ah, das Zeug für Batman wäre echt interessant, wie wir das kriegen. Naja, bevor ich es hier vergesse, nehme ich jetzt mal Brainiac und mach das da oben. Ich wollte auch schon gerade hin. Hol mir noch ein paar Münzen. Nein, nicht runterfallen. Nein, geh wieder da hoch. Ah, ist echt praktisch, wenn man ihn überfliegen kann. Wo ist Brainiac? Brainiac ist... Da ist Brainiac. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn auch schon. Muss man das zerlasern oder so? Beziehungsweise, wo muss man da hin? Aua, hör auf. Kann ich auch schrumpfen. Da sterbe ich doch lieber erstmal. Check's gerade nicht. Was wollen die von uns? Ah, der ist es, der Strahl ist es. Ah. Welcher? Der Schrumpfstrahl? Ja, der Schrumpfstrahl. Ah, okay. Und da können wir jetzt nochmal was in die Luft jagen. Den passenden Charakter habe ich dafür auch schon gefunden. Nochmal wechseln hier. Au! Wir brauchen bei den Münzen, ich wollte es dir nur mal sagen. Ich wollte doch nur schrumpfen. Natürlich. Und da oben ist auch irgendwas. Das ist vermutlich das für... Ne, das ist ein Charakter. So, wer kann fliegen? Du kannst fliegen. Da sieht man auch gar nicht, wo man hinfliegt gerade. Das ist ah! Wieso? Wieso stört sich ab? Junk, es geht auf Tauchgang. Nein, ich bin hinten runtergefallen. Gott, das wäre ja gut gemacht. Ah. Gott, nee, die Kamera ist schrecklich. Was ist los mit dem Spiel? Da ist auch noch irgendwas drin versteckt. Können wir uns aufladen? Ja, ich weiß, da braucht jemand, der Elektrizität kann. Er kann das doch hier, oder? Nee, kann er nicht. Wer konnte denn das? Konnte das Batman? Ja, Batman hat den richtigen Anzug. Dann tanken wir erstmal nochmal Batman auf. Und wofür brauchen wir das? Hier unten ist was, wo ich es benutzen kann. Aha. Ich weiß aber nicht, ob es uns schon weiterbringt oder was das ist. Ich glaube, wir müssen da irgendwie... Nee, das ist was drin. Ah, das ist für Batman. Das ist für Batman, achso, ja. Was auch immer es ist. Der heilige Stab des Bat. Der Stab der... Ja, der Fledermaus. Der Batstab. Schau mal, hier ist irgendwie, kann man mit, Kann man? Ach, das war hier für das Minikit, glaube ich, was du vorhin in der Luftgottes hätte man eigentlich mit Robin hochspringen müssen. Ja, ja. So, ich geb's ihm mal. Was für eine spannende Vorführung! Ein köstliches Drama, die einfallsreichen Gadgets, die eigenartigen, aber vertrauten Soundeffekte! Ja, meine Freunde, macht auch diese Part von Lego Batman 3 ist bereits vorbei. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie der Jokic und ich. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich ganz dolle über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt machen. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keinen Part mehr von Lego Batman 3. Dazu müsst ihr einfach auf den wunderschönen roten Abonnieren-Knopf drücken. Zum nächsten Video kommt ihr, wenn ihr auf das bereits laufende Video klickt. Und ihr könnt mich natürlich auch mal auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus besuchen. Dort werde ich mit euch schreiben, wenn ihr das wollt. Jetzt habt ihr die Wahl, also lasst euch nicht vom Walfänger fangen. Das war aber ernst gemeint. Die Endcard ist vorbei, das heißt, du musst jetzt irgendwas klicken und so. Wenn du das nämlich nicht machst, dann kommt dich dieser komische Krokodok holen. Nee, warte, das Viech ist irgendwie anders. Das Viech hieß... jetzt weiß ich's wieder. Killer Croc hieß das Viech. Kann man schon mal verwechseln. Ja, also, klick was. Wirklich nicht? Na gut, dann hast du gewonnen. Ja, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Du hast verloren. Haha, was ganz Neues, du hast verloren. Und weißt du, was du verloren hast? Du hast das Ende der Endcard verloren. Klingt unlogisch, ist es auch. Ciao.